Jetzt sind wir bei zwei anderen berühmten Hotels angekommen, Hotel Intercontinental und Hotel Hyatt. Beide wurden in den frühen 80ern errichtet, fast zur selben Zeit. Der Hyatt hat 356 Zimmer und über das Atrium hängt ein Nachbau des ersten Flugzeuges, das in Ungarn gebaut wurde. Was das andere Hotel betrifft, kann man hier beim Eingang eine Statue von Józef Jutrysz, ein Schriftsteller und Politiker des 19. Jahrhunderts, besichtigen. This part of the car is named Friedrich Town after Emperor Nikos. This was confined for buildings in different sites since after the Second World War the Danes were rebuilt and the remaining ones were redecorated in their original styles. Dieser Teil der Stadt heißt Libot-Stadt nach Imperator Libot. Die Besucher können hier Gebäude in verschiedenen Stilen finden, da nach dem Zweiten Weltkrieg hier vieles neu aufgebaut und der Rest restauriert wurde. If you look to right, you can see a light building which doesn't harmonize with the King Bridge, the Christian Palace. The building was designed in 1904 as it was prepared for an English insurance company, Gresham himself, who is the founder of the London Stock Exchange. He stands in a gold setting on the facade. At sunset, the golden tiles seem to glow. Right now, within the walls, one of the most elegant hotels of the city can be found, which is called the Four Seasons. Als nächstes kann man vor der Kettenbrücke den Gresham Palace sehen. Dieses Gebäude wurde in 1904 von einer englischen Versicherungsgesellschaft entworfen. Gresham steht in Gold verewigt Video auf der Fassade. Zurzeit wird hier eine der elegantesten Hotels in Budapest, die Four Seasons. Ahead of us, you can see the Chain Bridge, which was the first permanent bridge in Budapest. In 1820, a young captain of Hussars, Count István Széchenyi, had to wait at the bank of the river to get to the funeral of his father. Then the idea came to his mind to build a bridge, and he founded a society for building that. He sent to Scotland for an architect, William Clark, and a master builder, Adam Clark, who despite their names were not related to each other. At first, except for the nobleman, people had to pay fees to pass the bridge. Inzwischen kann man auch die berühmte Kettenbrücke auch gut erkennen.